Für mich ist neue Musik ist eine Art von Mentalität, wo man alles in Frage stellt, auch sich selber. Als ich 19 war, ein Freund von mir ein Kontrabass-Solo-Stück von Giacinto Selci mitgebracht. Und als ich zum ersten Mal die neue Musik gehört habe, irgendwie meine Seele geschwungen von unten nach oben. Ich habe wirklich seelisch Schock bekommen. Und ich möchte das machen. Also für mich neue Musik ist vielleicht eine Chance, um einen Unterschied in der Welt der Musik zu machen. Es gibt viele Musik, die nicht so gespielt ist, und das hat uns interessiert eigentlich. Und man könnte vielleicht sagen, dass ein Ziel der Gruppe ist, unbekannte Musik abzuführen. Es gibt eine Art von Mainstream gegen Bassmusik, und in New York gab es schon eine Szene dafür. Aber was wir programmieren wollten, war nicht so oft gespielt. Und wir wollten eigentlich eine Szene für diese besondere Musik aufbauen. Und dann genauso die gleiche Idee hier in Leipzig mitgebracht, sozusagen. Contemporary Insight möchten sehr gerne wie ganz demokratisch ja, zusammenarbeiten, mit welchem Stück gefällt wer, und ich möchte dieses Mal dieses Stück spielen, und diese Diskussionsrunde machen wir regelmäßig, nicht nur über Musik, sondern unsere Identität zu sprechen. Für uns ist die Programmierung sehr wichtig. Auf jedem Konzert machen wir andere Stücke von Komponistinnen, die wir schätzen, und versuchen auch ein Thema zusammenzufassen. Das dauert sehr lang, um richtige Stücke zu finden, die miteinander passen. Also nicht nur auf ästhetische Gründe, sondern ja, vielleicht eine Art von Mentalität, oder wie komme ich zu dieser Art von Musik. Es kann auch in Konkurrenz sein, das ist auch teilweise sehr schön. Aber auf jeden Fall nehmen wir sehr viel Zeit, um die richtigen Stücke zu finden. Ja, wir haben das Buch mitgebracht. Wir haben in unserem Masterstudium einander kennengelernt. Und dann das war unser Textbuch. Und zufällig hat Klaus-Steffen Mannkopf, der dieses Buch und die Texte gesammelt hat,
eine Einladung nach Toronto zu kommen und das war nicht so weit Right. von wo wir studiert haben. Deswegen habe ich ihm geschrieben und gesagt, ja, wir haben deine Bücher gelesen und ich möchte mit dir studieren. Und das habe ich gemacht. Ich habe zuerst privat mit ihm Kompositionskurse teilgenommen und dann hat er einfach gesagt und mich eingeladen, in Leipzig weiter zu studieren. Musiker von uns nehmen neue Musik ganz ernst. Und das ist es eine Sache, dass ich glaube, wir haben gemeinsam. Und alle schätzen die Wert von dieser, wie heißt das, herausfordernde Stücke. Zum Beispiel Notation oder Geräusch, der Klangwelt oder so. Es ist so, muss man zuerst Imagination haben, richtige Imagination haben, um das zu schaffen und viel Mühe geben, um das zu präsentieren. Und ich glaube, wir genießen das, diesen Prozess. Wir verstehen das nicht am Anfang, aber gemeinsam wir lernen diese einfach schwierigen Stücke. Aber durch diesen Arbeitsprozess wir wirklich so aufwachsen zusammen. Dieses Gefühl ist das ganz schön. Und dann, ich glaube, das inspiriert uns, diese Idee inspiriert uns. Und deswegen können wir weiter, wie heißt das, fearless, ohne Angst, angstlos etwas neu machen. Thank you so much for your time this week. It was really cool that we got to work together to learn this piece before we have the chance to actually start rehearsing. It seems like in the beginning maybe we're all like super nervous because like the scores are kind of crazy, but the material is like very sensitive actually, and we like started to figure out what kind of a world he's creating, not only in the sound but how we interact with the notation and with each other. And I feel like much more relaxed now, and I see that you all do as well. So I really thank you all for being a part of this. It's been a pleasure.